Da stellt sich wirklich die Frage, was macht man, wenn man eine Watschen bekommt? Anton Kuh hat sich diese Frage auch gestellt und er hat etwas geschrieben, ein kleines Textal. Wie verhalte ich mich nach einer Ohrfeige? Es ist hier unmissverständlich von jener Ohrfeige die Rede, die man bekommen, nicht von der, welche man ausgeteilt hat. Diese nämlich bedarf keinerlei ergänzender Verhaltensregeln. Sie ist selber der beste Abgang von der Szene, das klatschende Ergo, das von einer Menge verschluckter Folgerungen auf der Wange des anderen zurückblieb. Dass jedes hinzugefügte Wort ihren Wert mindert, wissen bereits die Kinder. Anders ist es mit der empfangenen Ohrfeige. Die Einmischung einer fremden Hand in unsere persönlichen Pigmentverhältnisse, der blamable Schall, die brennrote Spur, die davon gleich einem Stempel zurückbleibt, sowie überhaupt die Herabwürdigung der Physiognomie zu einer öffentlichen Anlage, erfordern sofortige Maßnahmen. Aber welche? Eine Ohrfeige ist ein Zündschlag. Was danach kommt, kann mit dieser tönenden Pointe nicht mehr wetteifern, nicht einmal das Zurückschlagen. Die erste sitzt, sagt ein alter Spruch, womit ausgedrückt ist, dass die zweite, dritte und so weiter möglicherweise auf der Wange, aber nicht im Gedächtnis der Umwelt haftet. Zwischen Schlagen und Zurückschlagen ist ein Unterschied wie zwischen dem Werk und seiner Kritik. Oder wie zwischen Verdikt und Rekurs. Selbst das Blut, das dem anderen von der Nase rinnt, ist eine unzureichende optische Quittung für den akustischen Angriff. Auch setzt die Entschlossenheit, eine fremde Haut zu berühren, eine gewisse vorhergehende Intimität mit ihr voraus. Zumindest einen Mangel an Abscheu, der nicht jedermanns Sache ist. Von welcher Seite man es also immer betrachtet, lauter Erschwernisse für den Mann von Mut und ebenso viele Stützen für den Hasenfuß. Wie denn also? Soll der Geohrfeigte sich in edler Haltung fassen, den roten Fleck mit Würde tragen und vorübergehend so tun, als sei die misshandelte Physiognomie gar nicht Bestandteil seines Selbstbewusstseins, sondern ein zufälliges Revier von fremder Leute Unerzogenheit? Das Christentum empfiehlt diese Methode. Aber der Dulder müsste schon vorher im gleichen Geiste gelebt haben, damit man ihm so viel Heiligkeit erlaubt. Also den Schlag zurückerstatten mit einem Bonmot statt mit der Faust? Auch davor ist zu widerraten. Nirgends spielt der Esprit eine kläglichere Rolle als in der Nachbarschaft einer schlagenden Handlung, zumal in deren Gefolge. Hätte Voltaire seine berühmten Worte an den Herzog von Rouen, mein Adel beginnt mit mir, der Ihre endet mit Ihnen, nach statt vor den Prügeln gesprochen, die er von des Herzogs Häschern empfing, sie wären nicht an die Nachwelt gekommen. Wo eine Faust und ein Kopf aneinander geraten, bleibt für den Augenblick die Faust immer die stärkere. Es gibt nur ein Verfahren, sich nach einer Ohrfeige richtig zu betragen, das der Weiber. Und es wundert mich, dass man es ihnen hierin nicht allgemein gleich tut. Sie fallen nach dem geringsten Schimpf, der ihrer Körperoberfläche angetan wurde, in Ohnmacht. Das ergibt mehrere Vorteile. Zunächst gilt dann von dem klatschenden Tatbestand das Wort, das der alte Grieche über den Tod sagte: Wozu ihn fürchten? Wenn ich da bin, ist er nicht da. Und wenn er da ist, bin ich nicht mehr da. Der Effekt der Bewusstlosigkeit ist so stark, dass er das vorangegangene Geschehnis auslöscht. Die Ohrfeige scheint bereits einen Abwesenden ereilt zu haben. Außerdem, für nachfolgende Gerichtsverhandlungen nicht zu unterschätzen, verschiebt sich das Faktum der Beleidigung zu dem einer Verletzung. Alles schart sich um den Bewusstlosen oder zu Boden gefallenen, man trägt Schüsseln, Labetränke, Tücher herbei, man spielt Hektors Begräbnis. Und der Hingefällte heimst anstatt Spott Heldenehren ein. Irgendwo im Raum verduftet mittlerweile der Übeltäter, froh, dass man ihn in der Verwirrung nicht beachtet.
Man könnte dieses Verhalten, dessen sich mancher unserer Zeitgenossen zu seinem Vorteil befleißigt, die Igel-Taktik nennen. Talleyrand hat es bekanntlich erfolgreich angewandt, als er auf einem Leichenbegängnis die Ohrfeige seines entlassenen Polizeiministers erhielt. Verleumder und Schurken kennen kein besseres Mittel, der Stunde des Gerichts zu entgehen, als diese Vorbeugung, dass sie käsegesichtig alle Viere von sich strecken. Was ihnen dann geschehen mag, geschieht einem ausgepumpten Balg, in dem sich kein Hauch menschlichen Bewusstseins mehr befindet. Mag der Angreifer mit der eingerollten Kugel tun, was er will, die Ohrfeige klatscht, aber sie sitzt nicht mehr. Freilich rettet dieses Betragen den Misshandelten nur vor den Augen der Umwelt. Tief in ihm bleibt trotzdem das Erlebnis graviert, dessen Wesen der alte Johann Nestroy mit dem Satz umschrieb: Zwischen einem, der eine Ohrfeige gekriegt hat, und dem, der sie gegeben hat, schlingt sich ein magisches Band. Und nach Jahren noch, wenn sie sich wiedersehen, gibt's dem einen einen Riss in der Hand und den anderen ein Zucken ums Maul.